Ist Online-Chatten nicht eher eine große Illusion, die so schnell zerplatzt wie eine Seifenblase? Wenn man sich jetzt dazu die Visitenkarten von den einzelnen Mit-Usern betrachtet, die machen da natürlich schon unheimlich was her. Und das trifft meistens die Wahrheit nicht so ganz. Also jeder stellt sich meistens etwas positiver da, meistens irgendwo so eine Mischung zwischen Sylvester Stallone und Tom Cruise. Und man sieht ihn nachher zum ersten Mal live und dann ist es der berühmte 13-jährige Bratschenspieler, der verkniffen irgendwo in der Ecke steht und nicht von den Schuhsohlen hochsehen kann. Im Chat hat man Namen. Man weiß nicht, ob das ein Männlein ist, ein Weiblein ist, wie alt der oder dasjenige ist. Du lebst nur von Illusionen in diesem Netz. Wie ein gutes Buch. Ja, man macht sich ein Bild anhand der Namen der Leute, also diese Pseudonyme, die sie benutzen, anhand von dem, wie sie sich äußern. Das liegt meistens ziemlich neben dem, was dann wirklich dahinter ist. Ob die Leute jetzt nun durch ihren Namen und wie sie sich da drin geben, sich besser darstellen wollen, als sie sind, oder einfach, dass die Leute von sich aus unbewusst anders sind, das kommt alles vor.